dieses Gefühl, wenn du deinen nächsten Kurzurlaub gebucht hast. Die besten Ideen auf kurzurlaub.de. 2 bis 5 Tage frei. Hörst du mich auch wirklich? Ich stink aber nach Bier. Macht das irgendwas oder so? Guckt doch da gar keiner mehr zu Hause. Wir können mal gucken. Wir können ja von hinten anfangen da. Der eine, nee, du stinkst auch nach Bier. Butzi, ist das geil oder ist das geil? Ja, unfassbar geil. Also das war, muss ich ehrlich sagen, fast der emotionalste Aufstieg, den ich bisher erlebt habe. Was? Ehrlich? Ja, ehrlich. Also es war irgendwie, also ich bin wirklich keiner, der nah am Wasser gebaut ist, aber mir kam nach dem Abpfiff auch immer die Tränen. Ich wusste gar nicht, woher und weil es einfach spannend war, die ganze Saison spannend, in jedem Spiel gefühlt spannend und dann auch nochmal im letzten Spiel spannend. Es war einfach so nervenaufreibend und dann fällt so eine Last ab und ja, dann war es halt einfach so emotional, dann überkam es mich einfach. Beim 0-1, da ging mir ganz schön die Muffe, also da dachte ich, ach du Scheiße, dann guckt man ja, wir durften ja aufs Handy gucken, ihr nicht, ja. Ne? Und da dachte ich nicht, dass wir das jetzt noch verspielen. Ich muss ehrlich sagen, ich habe zu dem Zeitpunkt, als wir das 0-1 kriegen, gar nicht gewusst, wie es in Ingolstadt steht. Und dann kam das aber so 5 Minuten später und dann dachte ich mir, naja, klasse. Aber irgendwie so richtig den Glauben verloren hab ich gar nicht, weil irgendwie haben wir es immer hingekriegt und das war immer so dieser ich will es nicht Hoffnung nennen, aber irgendwie diese Gewissheit, dass wir irgendwie immer wieder zurückkommen und das hat einfach zur Saison gepasst. Und heute ist ja nur Party pur und auf welche Mannschaft freust du dich in der nächsten Saison am meisten? Puh. Gegen Schalke habe ich schon mal gespielt, aber ein Testspiel, aber das wäre geil. Gegen Schalke hier im Ostseestadion und gewinnen und Nils Butzen dann in der 95. macht das Tor, wäre doch was. Ja, oder auf Schalke, ist mir egal. Völlig egal, jetzt noch schönen Partytag, danke dir. Ja, danke schön. Lukas, wo du schon mal so eine lockere Zunge hier hast, ist doch geiler Tag heute. Ja, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Also 11 Jahre bin ich hier im Verein und
ja. Jetzt haben wir vor 2000 Zuschauern auf der Süd gefeiert. Naja, grob geschätzt, es könnten auch 20.000 gewesen sein. Ich weiß nicht, wie viele draußen noch sind oder irgendwo, aber... Zumindest haben die gesagt, sie warten auf euch draußen und den Schlüpfer lassen sie dir. Die was? Den Schlüpfer lassen sie dir an, den Rest musst du abgeben. Ja, die können alles von mir haben. Die können. Gut. Also Leute zu Hause, zum Stadion kommt, ihr könnt alles von Lukas haben. Er ist in 10 Minuten draußen, ja. Bis gleich. Bis gleich. Lukas, Glückwunsch zum Aufstieg. Dankeschön. Sonne, und passt sie. Wir haben 20.000 Zuschauer live zu Hause. Ihr dürft jetzt gerne sagen, wie toll ihr euch freut. Also Lukas konnte nicht mehr so viel sagen, also die Zunge war ein bisschen lahm. Bei dir geht's noch, ja? Ja, ist schwierig. Schwierig. Ja, wir freuen uns natürlich mega. Ist ein geiles Gefühl. Und in der nächsten Saison freust du dich am meisten auf Köln? Kann man so sagen, ja. Aber ich glaube, nächstes Jahr ist eine geile Liga, eine geile zweite Liga. Viele gute Mannschaften. Aber ist ja völlig egal, weil am Ende der Liga haben wir genau am letzten Spieltag das, was wir hier heute erlebt haben. Vielleicht nicht unbedingt den Aufstieg, aber den Klassenerhalt. Das sollte unser Ziel sein. Gut, dann jetzt noch ein bisschen Party bis dann. Glückwunsch. Wir können mit Björn Rother können wir natürlich hier live auf dem Platz jetzt sozusagen. Sind wir live, oder was? Ja, das war Gottes Willen. Hi. Jetzt haben wir inzwischen, wie viel haben wir? 25.000 haben wir zu Hause, die jetzt zugucken und die sich freuen, dass der stille Björn auch mal richtig aus sich rausgeht. Nein, aber für uns ist das richtig emotional. Du kennst ja das Aufstieg schon. Ist jeder Aufstieg gleich oder ist es immer wieder geil? Nee, das ist immer wieder geil. Das ist ja das Beste, was passieren kann. Also man arbeitet ein ganzes Jahr auf sowas hin. Dann haben wir jetzt das Glück gehabt und auch... Nochmal Dankeschön an die Landesregierung, die das ermöglicht hat, dass wir die Leute mitfeiern konnten. Das bedeutet, glaube ich, der Stadt enorm viel, dass wir hier so viel Emotion noch im Stadion hatten. Und klar, so wie wir es die ganze Saison gemacht haben, wir haben es wieder spannend gemacht. Also für eindeutige Ergebnisse waren wir nie zu haben. Aber von daher ist auch völlig egal jetzt. Nächstes Jahr zweite Liga und der Rest ist gerade völlig wurscht. Ja, du weißt ja, wie zweite Liga geht. Zumindest hast du schon ein paar Spiele da in den Knochen. Das heißt, den anderen musst du dann sagen, Jungs, jetzt wird es nochmal einen Zacken schärfer. Naja, ob ich weiß, wie es geht, ist eine andere Sache. Hielt ja nur ein Jahr, aber ich weiß, wie es sich anfühlt. Und ich habe versucht, die Jungs ein bisschen zu unterstützen vor dem Spiel. Man hat gemerkt im Spiel, wir waren schon nervös, das hat man gesehen. Aber ja, im Endeffekt ging es nur um das eine Ziel und das haben wir geschafft. Wir sind froh, dass 1860 da noch ein bisschen... die Ehre, die sie auch bekanntlich haben, aufrechterhalten haben und dann mit einem Mann weniger noch Gas gegeben haben. Wir wussten natürlich Bescheid, auf der Bank auch. Echt, ja? Ab wann? Weil einige haben gesagt, sie wussten gar nichts, aber du wusstest zu jedem Spielstand oder erst kurz vor Schluss, wann wusstest du es? Ja, wir hatten natürlich unsere Informanten, Physios und Ärzte, die waren selber nervös und die haben ab und zu mal geguckt. Die wollten erst nichts preisgeben, aber so Ende erster Halbzeit haben wir dann mal gehört, wie es ist. Da war natürlich die Stimmung gerade nicht so gut. Als wir dann zurückkamen, war alles super. Also ja. Vielen Dank nochmal an Dennis Erdmann, der den Anschlusstreffer gemacht hat. Erde, die alte Sau hier, der alte Hanse Erd. Lieben Grüße an Erde, ich kenne ihn ja selber ganz gut. Ja, tut mir leid für ihn, dass es jetzt nicht nochmal zum Abschluss gepasst hat für die Relegation. Also ich hätte mir lieber 1860 gewünscht, ganz klar. Aber ja, es kommt eine neue Saison und wie man sieht, Traditionvereine. Auch wie Hansa Rostock, die lassen sich nicht unterkriegen, die kommen immer wieder zurück. Hansa ist am Leben und ja, das ist jetzt gerade ein geiles Gefühl. Wie geht's bei dir heute Abend weiter? Wird noch Party bis zum Abwinken? Gibt es irgendwie ein Zeremoniell oder hast du noch gar keine Ahnung, was jetzt geplant ist? Ehrlich gesagt war mir das vorm Spiel schon ein bisschen zu viel mit was wäre wenn und so. Und das ist dann schwierig auch für die Jungs dann zu verarbeiten und dann die Euphorie, das kann man nicht bremsen, das läuft dann von alleine. Wie es jetzt weitergeht, weiß ich nicht. Erstmal in der Kabine gleich und wie es dann weitergeht mit all den Leuten, die hier getestet sind, die zusammenkommen dürfen, das weiß ich nicht. Also ich lasse mich überraschen, aber ja, ich werde nicht um 9 im Bett sein, das steht fest. Viel Spaß dabei. Danke. Omla, wir sind zweite Liga. Echt? Zweite Liga sind wir jetzt. Cool. Ne? Ja, dahin gehört auch die Verein, oder? Der gehört, eigentlich erste Liga. Ja, ich glaube. Und in der ersten Liga wollten wir so einen Linksfuß, der auch mal nach innen zieht und dann so Arjen-Robben-Manier. Also so 10 Tore trauen wir dir zu in der zweiten Liga. Arjen-Robben ist zu alt für diesen Verein, oder? Oder was meinten Sie? Nee, aber dass du sowas sagst. Ich erinnere mich so. Du sagst genauso zack, zack, zack nach innen und 10 Dinge drin. Wenn hier ist, nee. Also, ja, wir sind alle froh, dass wir in der zweiten Liga wieder sind. Also, die Vereine und so. Und ich denke, wir haben die ganze Saison gut gespielt, verdient eigentlich. Ja, aber die Hälfte der Hansa-Fans ist während der Saison gestorben, weil immer in der 95. erst der Siegtreffer kam. Das stimmt, aber das ist ja Fußball, oder? Wir spielen bis zum Schiri sagt, dass es fertig ist oder war. Ich denke, zweite Liga ist wieder war und ja, wir spielen bis zum Ende. Auf wen freust du dich in der zweiten Liga am meisten? Gibt es irgend so einen Verein,
Greuther Fürth zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob die aufgestiegen oder aufsteigen, aber gibt es irgendeinen Verein, wo du richtig Bock drauf hast? Ja, auf Hamburg habe ich richtig Bock und auf St. Pauli. Das haben jetzt 20.000 Leute zu Hause gesehen. Hamburg und St. Pauli, ja, das sind ja eigentlich sichere 12 Punkte in 2x2 Spielen. Habe nicht die Frage verstanden, aber ja, wir sind alle froh, dass wir eine Zweitliga gehen. Dankeschön. Den Trainer hören und so. Also ich kann nur sagen euch zu Hause, er riecht ziemlich nach Bier. Ich weiß auch nicht warum, aber es war so die eine oder andere Bierdusche gab es wohl heute schon. Korrekt, und das ein oder andere Bier ist auch schon in den Trainer reingeflossen. Oh, man hört das, die Zunge ist etwas lahm oder so. Aber während des Spiels, da war nichts mit lahm, da ist der Jens Hertel rums, rums, rums. Also ja, der war angespannt. Extrem, natürlich. Ich meine, glaube ich, die Geschichte des Spiels, die ist natürlich schnell erzählt. Ja, also wir haben den Druck gehabt und das hat man der Mannschaft angemerkt. Und Lübeck hat natürlich ohne Druck gespielt, frei von der Leber weg. Und dann gehen sie in Führung und dann war es natürlich ein richtig zähes Spiel für uns. Wir sind zurückgekommen, wie so oft in dieser Saison. Wir haben es auch eigentlich auch nochmal, direkt bevor wir rausgegangen sind, nochmal so ein paar Momente laufen lassen, dass wir in der Lage sind, immer auch zurückzukommen in solchen Spielen. Und ich glaube, es war auch wichtig, dass wir das der Mannschaft nochmal mitgegeben haben. Egal, was passiert heute, wir wissen, was im Fußball passieren kann. Wir müssen bei uns bleiben und das haben wir gemacht. Es war kein schönes Spiel. Aber wir haben dieses 1-1 dann am Ende ein Stück weit erzwungen. Und was jetzt zählt, ist halt der Aufstieg. Und heute denkt man nicht an morgen und an die neue Saison, sondern heute genießen wir, dass wir eine überragende Saison gespielt haben. Wir haben 71 Punkte geholt, wir sind aufgestiegen als Zweiter direkt. Und mit Dynamo Dresden zusammen, also für den Osten, einfach nochmal eine richtig gute Geschichte. Und ab morgen kümmern wir uns dann vielleicht um die neue Saison, aber heute einfach genießen. Der Druck ist jetzt abgefallen, wir haben Stand gehalten und wie so oft in der Saison. Wir haben enge Spiele für uns entschieden. Heute geht es einfach nur, jetzt den Moment zu genießen und zu feiern. Mit unseren Fans haben wir jetzt schon ausgiebig gemacht und jetzt werden wir es noch intern ein Stück weit weiterlaufen. Was mir aufgefallen ist, dass wir beide während der Saison richtig graue Haare gekriegt haben. Definitiv. Klar, bist du älter geworden, die Spieler waren eng, wir haben sehr oft für uns hinten raus entschieden, aber dann wirst du auch wieder jünger. Weil dann kommt so viel Adrenalin zurück, wo du sagst, okay, boah, das geht alles. Und das war schon eine unfassbare Saison, wo wir oft das Momentum auf unsere Seite gezogen haben. Und es war wichtig, dass wir in dieser Saison auch durchgehen. Gut. Dann will ich jetzt die Zunge mal so ein bisschen schonen, weil für die Feierlichkeiten könnte ja noch die ein oder andere Ansprache vom Trainer notwendig sein, wenn die Mannschaft das fordert. Insofern herzlichen Glückwunsch zum Aufstieg in die zweite Liga. Jetzt ein bisschen Kraft tanken, heute noch feiern, dann Kraft tanken und dann greifen wir wieder an. Gute Arbeit, so werden wir es machen. So, er ruft gerade, der Fehler ist korrigiert. Der Olli. Der Olli ruft, der Fehler ist korrigiert und ja, ist hier mit Putti, mit Fehler, Markus Sonntag. Der Fehler auf diesem Trikot, zwei, oh, da stand ja ganz viele Jahre dritte Liga und jetzt ist es korrigiert, weil es ist ja endlich zweite Liga. Aber Olli, es kann dir doch nicht nach 9 oder 10 Jahren jetzt endlich mal auffallen, dass da ein Fehler drauf ist, Olli. Ja, wenn es ein bisschen früher aufgefallen wäre, hätten wir vielleicht ein bisschen früher auch korrigiert. Ja, können, ne? Das muss man dir ankreiden. Ja, ja, man muss das abnehmen, damit man sieht, dass ich auch lache. Ne? Außerdem sagt man im Norden, der Groschen fällt pfennigweise. Ja. Wenn er überhaupt fällt. Wenn er überhaupt fällt. Aber ich glaube, hier fallen heute einige noch. Hier sind viele Groschen gefallen, also auch viele Steine vom Herz, Olli. Also wir freuen uns und wir haben immer noch 5.000 bis 6.000, die zu Hause drauf gucken. Auch wenn der Kameramann schon so besoffen ist, dass die Kamera gar nicht mehr hat. Also hier ist man schon besoffen, nur durch das, was irgendwie in der Luft schwebt. So, ne? Also es ist ein Glücksgefühl, das einen so ergreift. So, es ist gar nicht mal wirklich Alkohol, sondern man merkt, dass die Last von ganz vielen Leuten abfällt. Man hat es gemerkt, dass die Mannschaft das schon auch ein bisschen mitgenommen hat, letzten 3, 4, 5 Spiele, wenn man ein bisschen dichter dran ist und alle haben sich riesig gefreut. Die ganze Erleichterung, die du bei allen Leuten gesehen hast, war schon absolut Wahnsinn. Und auch für uns. Wer ist der Partycrasher denn hier? Der Oberbürgermeister, wir sind auch noch live drauf sozusagen. Das Stadion ist jetzt langsam leer. Es sind vielleicht noch 200 Leute. Wir haben hier schon viele Stimmen, die alle begeistert sind. Aber was sagt denn der OB zum heutigen Tag? Ich finde, man hätte es ruhig ein bisschen spannender machen können. Nee, also das war echt heftig. Es war ja früh abzusehen, dass wir keine Hilfe von anderswo bekommen, dass wir das hier selber wappen müssen. Und dann finde ich schon, hätten die Jungs auch mal das ein oder andere Ding machen können wegen dem Puls. Mir ging es zwischendurch nicht so richtig gut, da bin ich ganz ehrlich. Also von daher, Vertrauen sieht möglicherweise anders aus. Seit Wochen habe ich ganz starkes Vertrauen in diese Mannschaft, in unserer Region, dass wir das packen.
heute kam ich ein klein bisschen doch im Schwanken. Ich glaube, wenn das dann kurz vorm, das ist möglicherweise auch das, was man bei den Jungs gesehen hat, dass da auch mal das ein oder andere wackelige Knie war. Am Ende, ich fand die 2 Minuten Überzeit, ich war ja nicht mehr oben. Kann es sein, dass das nie im Leben 2 Minuten war? Ist mir im Grunde genommen auch egal. Ich war sehr, sehr gut gelaunt, dass das vorbei war. Aber gestern das Vertrauen des OBs war zumindest so groß, dass im Rathaus schon geflaggt wurde und das große Hansa-Banner. Also da hat man schon gedacht, also es sieht ziemlich gut aus. Ja, ich glaube, ich habe auch schon vor 3 Wochen gesagt, dass wir jetzt schon mal mit der Planung loslegen. Ich habe oben mir das Balkon angeguckt, ob wir das schon mal fit machen können für den Empfang. Dann musste ich allerdings jetzt in den Gesprächen im Vorfeld, das darf man, glaube ich, jetzt auch gar nicht so kleinreden, die Arbeit, dass wir das heute ermöglicht haben, war nicht ganz gering. Auch die Befürchtung, was wie wo geschehen kann insgesamt. Also da, ich glaube, da auch zu sagen, komm, jetzt, wir setzen jetzt voll darauf, dass es gelingt. Lass uns eine gute Planung machen und uns dann auch miteinander in guten Kommunikation auseinandersetzen. Und dann dazu gehört natürlich auch, ich habe tatsächlich gehört, und das finde ich ziemlich verrückt, dass die Fahnen vor dem Rathaus noch nie mit Hansa-Fahnen war. Das hat mich doch ein bisschen überrascht. Und dann dachte ich, können wir nicht denn das ganze Rathaus verhüllen? Das ist wohl nicht möglich gewesen, aber wenigstens haben wir von euch ein ziemlich cooles Ding bekommen. Und das kann jetzt auch ein paar Tage hängen, damit wir uns alle dran freuen können. Ich glaube auch, das ganze Konzept war auch richtig gut hier mit den Fans im Stadion. Und so, man hat ja gesehen, was für eine Emotion, was für eine Kraft. Die waren ein Jahr nicht im Stadion, die kamen mit Tränen in den Augen rein. Wenn man die draußen gelassen hätte, wir wissen, denke ich beide, dass das vielleicht nicht so gut gegangen wäre. Und hier eine Megaparty, 1 Stunde und alle gehen zufrieden nach Hause. Also aus meiner Sicht, egal, mit kleinen Fehlern in der B-Note, war es perfekt. Da muss ich auch sagen, das ist ganz nett, dass du das sagst, weil ich hatte nämlich tatsächlich feuchte Augen und dachte ich, da bin ich irgendwie merkwürdig oder anders. Irgendwie haben wir alle so einen komischen Druck in uns gehabt, ein Jahr Corona. Dann sowas zu erleben in einem Stadion, diese Freude, diese Begeisterung, also es ist ja nicht hier nur für eine Stadt, das ist für eine ganze Region, für unser Bundesland. Alle schielen auf uns. Irgendwie sind wir ja alle Hansa-Zone. Ich glaube, das nehmen wir auch heute mit den Herzen mit. Meine Stimme ist schon weg und es ist einfach nur grandios. Ich finde das toll. Ich finde auch, das ist ein guter Meilenstein in eine Wende in Richtung, wir machen jetzt Sachen möglich. Und das war ja auch immer wieder den Gedanke dahinter, nicht immer Verbote, sondern was können wir möglich machen, wie können wir gut miteinander, dass das ein oder andere passieren wird, wo der ein oder andere jetzt mit dem Finger drauf zeigt. Ich glaube, das ist auch, gehört zu unserer Gesellschaft am Ende dazu. Wir haben wirklich eine wahnsinnig überhängende Masse an Menschen, die sich super vernünftig verhalten haben, alles richtig gemacht und sich freuen dürfen. Und das machen wir jetzt auch noch hoffentlich sehr lange mit Hansa. Was wir oben gesagt haben, alle sagen immer, es geht nicht, dann kam der Matzen und dann ging's. Ne? Also so würde ich den heutigen Tag auch aus unserer Sicht mal ein bisschen mit beschreiben. Also auch ein großes Dankeschön an den OB, an die Stadt, dass das hier alles so durchgelaufen ist, dass wir diesen tollen Moment hier mit so vielen Fans erleben durften. Es ist Wahnsinn. Ich hoffe, es bleibt für die meisten Menschen Gänsehauterlebnis, was sie an sich festhalten, dass wir keine Neiddebatten führen, hätten wir nicht, können wir nicht. Wir machen im Moment vieles möglich. Ich glaube, Außengastronomie geht jetzt los, Schule. Also nicht immer darauf schauen, das oder dies, sondern lieber sagen, ist das nicht der Wegbereiter dafür, dass jetzt Breitensport stattfinden muss, dass jetzt alle Sport machen dürfen, dass es Teil der Lösung ist und nicht Teil des Diskussions. Und jetzt einfach mal insgesamt, nehmen wir diese Stimmung mit, Rostock kann mehr. Perfekt. Das Einzige, was mir noch aufgefallen ist, alle haben hier was mit Bier abgekriegt, aber den OB hat sich keiner getraut zu duschen. Respekt, Person. Ist auch besser so. Ich bin ja auch nicht hier ein Teil der Mannschaft. Ich habe das alles von nahen erleben können. Dafür bin ich unfassbar dankbar. Das ist ja genau das, wo man quasi... Wir arbeiten unheimlich hart im Rathaus und manchmal kriegt man dann diesen kleinen extra Finderlohn, dass man dann sowas miterleben darf. Das ist, glaube ich, einmalig als Oberbürgermeister. Ich hoffe, wir werden die ein oder andere schöne Erlebnis hier gemeinsam haben und einfach diesen Geist mit dem Spirit. Ich hoffe, auch Menschen, die nicht Hansa-Fans sind, verstehen, worum es hier geht. Eine gemeinsame Freude für unsere Stadt. Wir haben heute wirklich was Großartiges erlebt und darauf können wir bauen und immer mehr machen. Also wir sollten einfach mehr Stolz und Freude an dem hier, an unserer Stadt haben. Ich bin wirklich unglaublich, ich habe schon eine Gänsepelle auf dem Weg hier rein, das hört gar nicht mehr auf. Also von daher, wenn ich an diesen Tag zurückdenken werde, ein super glücklicher Tag. An dem ich im Übrigen, ich glaube, mein bester Kumpel hat heute Geburtstag. Heute früh hat mich Frau Schwesig angerufen, sagt, Klaus, wir müssen auch Breitensport, dafür kämpfe ich heute. Sagt, ja, okay, und bitte richte einen Gruß aus. Das würde ich jetzt tatsächlich dann auch gerne machen, sagen, Gruß von unserer Ministerpräsidentin. Sie hofft natürlich, die Mannschaft auch bald in Schwerin grüßen zu können, um sie dort zu feiern. Wir holen sie natürlich auch im Rathaus, das ist klar. Nicht heute, aber da machen wir auch nochmal eine Party für die Stadt, wenn das alles so ein bisschen dazu passt. Und das sollten wir, glaube ich, auch die Bürgerinnen und Bürger einmal anbieten. Da freuen wir uns drauf. Vielen Dank. Ach Mensch, Pieke,
Ja, du wurdest geduscht, das sieht man. An dem OB hat sich keiner herangetraut, aber du hast deine Dusche abgekriegt. Und was man dir anmerkt, diese Anspannung, die letzten Wochen, Pike, wirklich, also ja, wirklich so, das Wort Anspannung passt eigentlich und irgendwie merkt man, jetzt fällt auch so ein bisschen was bei dir ab und so ein bisschen das Glücksgefühl setzt schon ein, oder? Ja, natürlich. Ein Stück weit stolz auf die Jungs, dass die das jetzt am Ende so über die Linie gebracht haben und freuen uns natürlich alle über den Aufstieg. Und, aber mir rotiert es halt schon wieder für nächste Saison. Also das ist halt jetzt hier auf dem Platz, wir sind gerade aufgestiegen und Martin Piekenhagen rotiert. Tatsächlich ist das so, ja? Dass ja, du jetzt denkst, Mensch, wir haben noch den Spieler und der hat nur gewartet, dass wir in die zweite Liga und den rufe ich heute Abend noch an. Ja, weil wir halt jetzt ist halt der Fall eingetreten. Wir wissen, wo wir nächstes Jahr spielen. Und jetzt müssen wir Gas geben und müssen versuchen, eine Truppe zusammenzubauen, die Liga im nächsten Jahr hält. Und das wird brutal schwer. Und da fange ich lieber einen Tag früher an als einen Tag später. Aber wir freuen uns so richtig auf Schalke, auf Köln, auf Bremen, auf dem HSV, Dresden, St. Pauli. Ja klar, die müssen alle hierher. Ein paar Spiele werden wir vielleicht auch verlieren. Aber ich hoffe mal, dass der ein oder andere ganz leise weinend wieder nach Hause fährt. Das ist das Ziel, ne? Eine Truppe wieder aufzubauen, ähnlich wie in diesem Jahr, die durch Werte überzeugt und durch Werte halt Spiele gewinnt. Ja? Also es war dieses Jahr ja auch nicht immer so, dass wir fußballerisch überzeugt haben, aber wir haben uns halt mit allem, was wir haben, da in jedes Spiel reingeworfen und haben die Sachen halt erzwungen. Und so ähnlich wird es im nächsten Jahr auch aussehen. Wir haben viele Mentalitätsmonster gehabt, muss man so sagen. Ne? Der ein oder andere, das haben wir halt, das war gezielt, also das war unser Ziel im nächsten Jahr oder dieses Jahr, das halt ein bisschen zu verbessern und das ist uns so ganz gut gelungen und wie gesagt, im Moment freue ich mich sehr, man sieht es zwar nicht, aber ich tue es. Wir können ja noch mal gucken, wie viel ein, zwei Bier wir noch in dich reinkriegen, um die Freude noch so hervorzulocken. Guck mal, der John Verhoek, der gerade die Kamera übernimmt, der freut sich ganz besonders. Ja klar, der hat auch seinen großen Anteil, wie alle anderen auch, an dem Aufstieg. Und er hat nur 12 Tore gemacht. Nur 12. Ne? Ja, wo? 15 oder 20? Nein. Er war schon einer der Garanten mit. Ne? Johnny hat ja auch eine schwere Zeit gehabt, gerade am Anfang. Und letztendlich hat er sich belohnt und uns alle belohnt für harte Arbeit der Saison. Und jetzt können wir alle uns über den Aufstieg freuen. Pike, danke für deine harte Arbeit. Werden auch noch wieder harte Wochen kommen. Aber heute feiern wir noch ein bisschen. Ja, Glückwunsch. So. John. Ja, dann. Ja, das Stadion ist inzwischen auch leer, sind nur noch zwei Mann da, ja, der John und der Avid. Und John, du weißt ja, bei dir freut es mich ganz besonders, dass das alles so geklappt hat. Wir haben eine Wette beide laufen gehabt, ich habe gesagt, John, ich wette 10 Ligatore die Saison, da wette ich auch ein bisschen Geld. Und was hat der John gesagt? Wieso nur 10? Ich mache mehr als 10. Und du hast recht behalten. Ja, bei 12 ist auch zu wenig, aber am Ende reicht es, weißt du, wenn es gereicht hat. Und die Mannschaft geholfen hat, dann ist doch alles scheißegal. Klar war das kein gutes Spiel heute, aber wir haben die ganze Saison, überragende Saison gespielt und am Ende steigen wir auf, das ist das Wichtigste. Und was ich gesehen habe hier, einer, der sich am meisten gefreut hat, war ein kleiner, großer, dein Sohn, das ist ja Wahnsinn, wie der hier abgegangen ist, also der kann heute Nacht nicht schlafen. Ja, der konnte in der letzten Woche gar nicht schlafen, weißt du, und das war Wahnsinn und ist halt schön. Es ist halt schön, dass er das miterlebt. Ne? Ich habe immer gesagt zu ihm auch die ganze Woche, Jess, es wird was Großes für dich auch, wenn wir es schaffen. Das vergisst du im Leben nie wieder und das ist halt überragend und auch verdient am Ende. Ne? Du weißt ja, wie stolz er auf dich ist, das habe ich ja schon mal gesagt, aber wie er auch auf der Tribüne abgeht. Also immer, sobald du am Ball bist, springt er auf. Das ist, ich weiß, er guckt immer auf dich und sagt, das ist mein Papa. Also diesen Jungen, also das ist eine Verbindung zwischen euch, da passt kein Blatt Papier zwischen. Nein, überhaupt, das ist eine meiner besten Freunde, ne? Mit meinen zwei anderen Kindern, aber der Junge, der ist Wahnsinn, der lebt für den Verein, das ist unglaublich. Vielleicht noch mal mehr als ich, aber wie gesagt, am Ende bin ich überglücklich auch für den, weil die das erleben und auch für die Hansa-Fans ist es halt... Jetzt gehen wir in der zweiten Liga und du wirst auf ganz schöne Kaliber in der Abwehr treffen. Die werden nur darauf warten, den John Verhoek zum Frühstück zu essen. Ja genau, die wissen gar nicht, was auf den zukommt. Ich habe schon 180 zweite Liga gespielt und ich kenne die zweite Liga und ich freue mich mehr mit den Fans aufzutreten und eine schöne Saison zu spielen. Ja, und zwei Siege gegen St. Pauli. Dann machst du den Fans das größte Geschenk. Das wäre am schönsten, ja. Aber das ist auch die Idee der Geschichte.
An dieser Stelle nochmal schöne Grüße an Herrn Lieberknecht, der diesen geilen Spieler nicht wollte. Nein, ja. Lieberknecht habe ich trotzdem. Trotzdem hast du trotzdem lieb, den Lieberknecht. Ja, trotzdem. Lieberknecht ist auch ein guter Mensch gewesen, immer, weißt du. Und der hat auch Vertrauen in mir gehabt. Aber mit der Mannschaft haben wir halt, es nicht geschafft, weißt du. Und halt leider abgestiegen. Wir haben eine neue Chance hier bekommen. Erste Jahr war halt nicht so gut. Wo die Fans auch mich ausgepfiffen haben, das ist auch ganz klar. Die wollten dich nur motivieren. Motivieren, weiß ich, aber am Ende, ich bin ein Kämpfer, du weißt es. Ja. Und das habe ich gezeigt und am Ende sind wir aufgestiegen und was kann man mehr machen? Wir freuen uns jetzt auf ein richtig geiles Jahr, aber jetzt, deine Mannschaftskollegen machen schon drin Party, das will ich dir ich nicht weiß. Mitnehmen. Ich weiß, ich gehe da auch rein. Jetzt rein. Du kannst mit, feiern. Wenn du willst. Und ich hoffe, die Fans auch, ey. Die Fans, ey, ich sage euch ehrlich, genieß es. Genieß es, nur genieß es, diesen Moment. Und wir kämpfen bis zum Ende nächstes Jahr. Und ich hoffe mit euch alle, ganze Kulisse voll, dass wir diese Pauli wegschlagen hier nächstes Jahr. Aber nicht nur Pauli, aber die ganze Saison. Gut, danke dir. Wir sehen uns dann hier wieder, Hansa-Fanradio, Hansa-TV, so wie ihr wollt, in der zweiten Liga. Und die ganzen großen, überkotzigen Vereine dürfen hierher. Und sie kriegen so richtig auf die Fresse. Also macht's gut, bis dann. Ja.